Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Märchen kann man nicht nur lesen, sondern man kann sie auch tanzen. Wir haben uns das heute mal angeschaut bei der Generalprobe zu Dornröschen in der Deutschen Oper. So, und jetzt sind wir in der Garderobe von Dornröschen, besser gesagt von Jana Salenko, die Dornröschen verkörpert. Frau Salenko, erstmal, was bedeutet Ihnen das denn, diese Rolle zu spielen? Zu tanzen? Das ist sehr große Chance zu tanzen, Premiere. Und das ist so schwer zu präsentieren, Dornröschen. Und ich bin stolz und vorbereitet vor Premiere. Was ist das für eine Rolle? Was ist das Schwere? Was ist die Herausforderung für Sie? Das ist mehr klar zu tanzen, muss so kontrollieren ganzen Schritte und so präsentieren ganz reiche Dornröschen. Wie sind Sie eigentlich zum Ballett gekommen? Und wie alt waren Sie damals? Ich war 12 Jahre alt und ganz spontan gekommen und ich wusste es nicht, das Ballett. Und meine Trainerin gesagt, weißt du, das ist Ballett und willst du tanzen? Und ich hat entschieden vor ganze Sekunde und gesagt, ja, ich will tanzen. Also das Tanzen hat Sie auch schon als kleineres Kind wahrscheinlich immer gereizt? Ja, ich war ganz klein und immer wollte tanzen und immer bewegen, Musik hören, Musik und will spielen und tanzen. War dann aber gleich klar klassische Musik oder war das vorher noch, ging das noch in alle möglichen Richtungen? Ja, ich denke, war mehr verschiedene Richtungen, nicht ganz klassisch. Können Sie dann noch ein bisschen zu Ihrem Werdegang erzählen? Wie ging es dann weiter, nachdem Sie mit 12 Jahren also angefangen haben mit dem Ballett? Danach, ich hatte studiert das Akademie und meine Trainerin gesagt, ich muss gehen weiter. Wo haben Sie studiert? In Kiew. Und ich habe gegangen zum Kiew Schule. Und von meinen Eltern war es schwer zu zahlen und ich habe gegangen zum Donetsk-Schule und alles bezahlt und genommen mir. Und ich habe gegangen zum Donetsk-Schule, Pisarev School. Und dann sind Sie irgendwann nach Deutschland gekommen? Nein, danach habe ich gearbeitet in Donetsk Opera und dann komme zurück nach Kiew, zu meinen Eltern auch getanzt, 3 Jahre. Und dann ich habe getroffen meinen Mann Marian Walter. Und der auch Tänzer ist? Ja, er auch Tänzer, ist der Solisten. Und dann er sagt, komm zu mir nach Berlin und wir tanzen zusammen und dann ich komme nach Berlin. Ich hatte gelesen, dass Sie die erste Begegnung mit Wladimir Malakow irgendwie doch so ein bisschen enttäuschend vielleicht verlaufen ist, weil er Sie zu klein fand. Ja, das war richtig. Er sagte zu mir, ich bin zu klein für Kompanie, aber das echt, ich bin der Kleinste, ich denke.
Aber wie haben Sie ihn dann doch irgendwie überzeugen können? Ich denke, dass viele Helfer von anderer Seite und viele Freunde gesagt haben zu Wladimir, komm, siehst du gut und schön, nimmst du und dann genommen. Und Heute haben wir Sie gesehen an der Seite von Leonid Sarafanow. Ansonsten tanzt auch Ihr Mann diese Rolle. ja. Er tanzt Premiere, das war entschieden von unserem Chef, von dort. Und für mich, Sarafano, das die ein großer Bruder, ich weiß ihn schon 10 Jahre. Und ich freue mich zu tanzen mit ihm. Ihr Mann Marian Walter wird dann Ihr Partner sein, auch auf der Bühne. Welche Vorteile hat es, wenn der Partner Tänzer ist? Ja, das Schwierigste immer sehen, jeden Tag und arbeiten, ist normal, ich denke, zum gleichen Beruf. Und das Schwierigste. Und dann kommt zu Hause und dann siehst du. Und dann übersprechen, okay, war heute Probe, war nicht so gut. Aber auf der Bühne, das ist der Beste. Ich denke, das mit Gefühlen und sieht man Verstand von dem Augenblick und verstehe alles. Kann ich mir vorstellen, dass man dann auch zu Hause im Wohnzimmer vielleicht mal so bestimmte Choreografien durchübt? Ja, manchmal, wenn etwas nicht funktioniert in Probe, dann wir sprechen, okay, dann muss probieren und dann erhebe mich zu Hause und dann ich bin auf dem so hoch und nein, nein, das ist nicht richtig und dann wir probieren. Ja, manchmal so nur aus Spaß, das ist nicht so wie Beruf. Wie viele Ballettschuhe tanzt man denn so durch im Jahr? Weiß ich nicht. Jeden Tag vielleicht einen Schuh und dann manchmal 2 Schuhe im Tag. Ja. Haben wir ja jetzt gerade auch die erste Arbeit von Nacho Duarte hier als Direktor gesehen. Wie ist die Zusammenarbeit mit ihm? Vor jetzt ist für mich ist ein bisschen aufgeregt, das erste Vorstellung von ihm. Und ich freue mich zu tanzen, er ist so berühmter Choreograf. Und ich aufgeregt ein bisschen. Heute war auch die Probe und er kommt ein bisschen zittert und so. Alles gut. Und dann freue mich zu tanzen. Dornröschen ist ja eine klassische Märchenfigur. Welche Rollen mögen Sie am liebsten? Ich habe keine Lieblings. Ich liebe alles zu tanzen. Worauf ich hinaus will, ist, ich habe gelesen, dass Sie besonders gern anspruchsvolle Rollen mögen. Was bedeutet anspruchsvoll? Worauf bezieht sich das? Das meint mit Drama, Dramaturgie so, ja? Oder was? Körperlich, sportlich, anspruchsvoll? Ja, mehr modernisch, ich denke, mehr mit Gefühlen, mit Bewegung, viel Platzierung auf der Bühne. Aber von jetzt, ich mag mehr dramatische Rollen. Rollen. Morgen ist Premiere. Mit welchen Gefühlen stehen Sie der gegenüber? Heute war die Generalprobe und ich fühle mehr nervös heute. Und ich denke, morgen wird besser und natürlich aufgeregt und freue mich zu tanzen. Wir wünschen alles Gute. Vielen Dank, Jana Salenko. Ja, liebe Zuschauer, bei uns gibt es jetzt erstmal Werbung, aber bleiben Sie ruhig bei uns, denn danach zeigen wir Ihnen ein paar Ausschnitte aus dem Ballett Dornröschen. Bis gleich.